Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück zum DLC So is Ende. Wir benötigen die Medizin und ich glaube, wir sind schon ganz, ganz nah. Speicherpunkt haben wir keinen gefunden. Da verfolge ich mich. Weil der Weg bis hierher war schon ziemlich weird und ziemlich anstrengend. Könnt ihr euch in der letzten Folge ansehen. Und ich habe Angst. Das sind zwei. Shit. Ich will speichern. Oh, ich weiß es nicht. Will ich zurücklaufen? Den ganzen Weg zum Speichern? Ich laufe. Ich weiß, das ist, ich bin ein Schisser. Ich setze einen Cut. Ich gehe nur ganz schnell speichern. Jo, ich weiß, super feig, aber ich möchte nicht zu viel riskieren. Die letzten Fights in der letzten Folge müssen nicht nochmal sein. So, wie sieht's denn aus? Da ist einer. Können wir uns fallen lassen und den von oben quasi wegknechten? Dann könnten wir beide erwischen. Dark Souls Style. Oh, das war ein dicker, glaube ich, oder? Oder ist ein normaler? Ich weiß es nicht. War jetzt nicht so schwer. Bloß nicht verschreien. Okay, Schrott, aber ich möchte mal sehen, ob da hinten nicht einer auf uns wartet. Nein, dürfte safe sein. Ich bin nervös. Ja, wir schleppen schon eine ganz schöne Menge Schrott mit uns rum. Okay, da ist eine Luke. Da sehen wir später rein. So, keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir kamen von da oben. Ja, die Wege führen eigentlich alle beide dort noch. Da ist der Schatten. Das ist ein großer. Ich weiß nicht, kommen die Schritte näher? Ich traue mich nicht. Wir gehen von der anderen Seite. Ich meine, notfalls, wenn der nur alleine ist, den können wir unboxen. Einen alleine schaffen wir. Sind ja da zum Glück ziemlich. Oh, oh, da ist noch einer. So, wir verstecken uns hier. Verstecken uns nicht hier. Schande! So, Rückzug. Rückzug, sagte ich. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, 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 Mann. So, eine nach dem anderen. War nicht gut.
Das war nicht gut. Boah, bist du hässlich. Also die sind in der Aufnahme richtig, richtig widerlich. Jo, hätten wir. Pfui. Schade, ich hätte das gern so richtig schön stylisch im... Ah, da wären wir rausgekommen. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal ganz kurz auch die Luke lang. Weil man weiß ja nicht, ob sich da nicht vielleicht auch so eine Kampfpuppe versteckt. So ein Püppchen. Aber ein Ast, na bitte. Und ein Püppchen. Alles klar. Ja, nimm's doch. Champion-Puppe, was kann die? Eine unheimliche Puppe für schwarze Magie. Für jede im Inventar erhöht sich ihre Angriffskraft um 5%. Okay, nice. Alles klar, so, nachdem Laufen schneller geht als Kriechen, gehen wir jetzt nochmal außen rum. So, da ist das Medikament, das wir benötigen für Zoe. Ich möchte mich vorher umsehen, weil ich glaube, es bricht die Hölle über uns herein, sobald wir uns das schnappen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Absolut nicht. Sollten wir das vorher einschlagen? Einfach damit der schon mal vorbereitet ist. Okay, hier können wir dann hochklettern, in der Hoffnung, dass wir überleben. Ich schnappe mir mal das Medikament. Das ist nur eine erste Hilfe-Arznei, das ist noch gar nicht. Oh no. Naja, gut. Okay, Puppe. Dann mal schnell speichern. Immer diese moderne Technik. Das ist es. Endlich. Okay, wir hätten eine volle Pulle Heilmittel. Ja, schon wieder. Ich brauche keine Metallschrauben. Ich brauche keine Metallschrauben. Ich brauche Chemikalien, damit wir dieses Bombendings machen können. Nicht schlecht, Kleiner! So, ich glaube, wir müssen uns heilen. Kannst mich mal! Bist du Licht auf, hä? Oder wieder mit seinem Roundhouse-Kick, was ist da?
erste Hilfe aus. Okay, wir heilen uns trotzdem. Nein, bitte nicht. Da braucht es schon mehr. Ja, heil dich zuerst mal, bevor du da eine große Schnauze schiebst. Ich weiß nicht, ist überhaupt richtig, was ich da mache? Muss ich da irgendwas noch einsammeln, tun, machen? Du kriegst es, dann mach ihn endlich alle, hör auf zum Quatschen. Das ist ein Flusskrebs. Hey, gefällt dir das, ja? Coole Sau, Joe Baker. Okay, wir haben das Heilmittel. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. What? So, da war noch irgendwo was zum Einsammeln, habe ich gesehen. Da hat irgendwas geblünkt. Da. Erste Hilfe-Arznei. Da noch was. Na gut, schnell. Oder, ja, nicht schnell. Ich weiß es nicht. Schnell, nicht schnell. Wir wollen Zoe retten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da irgendwo in so einer kleinen Lücke dann noch ein Püppchen versteckt haben. So, jetzt keinen Fehler machen. Ja, ich bin einerseits irgendwie erleichtert, dass wir den besiegt haben, andererseits noch immer massiv angespannt. Dann machen wir mit dem ganzen Metallschraub ohne Chemikalie. Wobei, nee, warte mal. Also wir machen da mal dieses Bombendings, finden wir so. Wir machen mal eins. Wie viel haben wir jetzt noch? Zwei Äste hätten wir noch und genug Metallschrott. Das heißt, wir können zwei Speere machen und den Rest heben wir auf für eventuell diese Spike Bomb. So, ich hoffe, da ist ein Speicherpunkt. Okay, wir sind da. So, ich hab die Medizin. Du wirst schon. Nicht euer Ernst. Mist. Wo bist du, Mädchen? Wo sind die hin? Da, rechts, rechts. Hey, lass meine Familie in Ruhe, Arschloch. Nein. Wir waren so knapp davor. Oh, jetzt bist du dran. Alles zum Teufel gegangen. Mhm. Er muss erfahren sein. Jo, und ob das stimmt, sehen wir in der nächsten Folge. Boah, unheimlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Das lebt. Und ob uns das zu nahe tritt, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, ich bin draußen für heute, ich wünsche euch was. Ciao, Baba.